Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark, yeah. So, in der letzten Folge hatten wir eigentlich versucht, vom Schiff hier runterzukommen. Und mal ein bisschen mehr zu erkunden. Und was ist passiert? Da hat uns doch tatsächlich der Bär überrascht. Er hat uns nicht gekriegt, aber überrascht hat er uns trotzdem. Deswegen probiere ich jetzt nochmal dieselbe Taktik. Ich werde erstmal oben aufs Schiff gehen, um zu gucken, ob ich den Bären irgendwo ausmachen kann. Aber wie das so ist, kann ich den Bären gerade nicht ausmachen. So, und beim letzten Mal ist er von da gekommen. Das macht es echt schwierig zu kalkulieren, ne? Das ist halt echt das Problem. Ich werde das jetzt nochmal probieren. Und werde jetzt mal Folgendes tun. Da kommt er schon wieder. Ich werde mich jetzt mit einer Flare bewaffnen. Und werde mal schauen, ob das hilft. So. So, ich glaube nämlich hier in das Auto konnte man nicht mehr rein, ne? Ja. Aber ein Gewehrputzset gibt es. Oh Gott. Ich glaube, da lang zu gehen wäre ein fataler Fehler, ne? Eieieiei. Junger Vater, ja. Okay, die Flare scheint offensichtlich so grundsätzlich erstmal zu helfen. So, und wir müssen jetzt... Ich muss hier weg. Der Bär wird nämlich nicht lange auf der Flucht sein. Und vermutlich auch relativ zügig wieder an uns dran sein. Deswegen müssen wir hier weg. Wo bist du, mein Freund, der Bär? Oh, ich muss hier. Hier muss ich rauf. Oder hier will ich rauf. Mein Freund, der Bär, ist nicht mehr hinter uns her. Und so weit her. So, ich sehe ihn mal wieder nicht, ne? Ist auch eigentlich erstmal egal. Solange die Flare. Solange wir die Flare jetzt in der Hand haben. Ernsthaft? Geht er weg? Pass mal auf, mein Freund der Sonne. Ich habe eine. Ach, die Kirsche. Wir waren noch gar nicht in der Kirsche. Die ist natürlich auch echt ein Risiko, ne? So insgesamt. Muss man sagen. Warum ist es denn hier so beschwerlich? Oh, wir haben ein Auto. Ganz ruhig, kenne ich nichts, ne? Erstmal in Ruhe in den Kofferraum schauen. So. Jetzt kannst du knurren, wie du willst. Geht mir am Arsch vorbei. So. Also in den Autos sind wir ja zumindest ansatzweise sicher, ne? Erstmal. Was blöd ist, dass wir natürlich keine Rundumsicht haben und dementsprechend natürlich nicht sehen können, ob und von wo der Bär gerade kommt. Das nächste ist, dass wir natürlich auch davon ausgehen müssen, dass der Bär ohne Probleme in die Kirche reinkommt. Alter, erschreck mich doch nicht so, du blödes Arschlochhasentier. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber das muss hin und wieder auch mal sein.
So, das Ding ist, ich kann halt echt mal wieder den Bären nicht ausmachen. Oder immer noch nicht. Habe keine Ahnung, wo er ist. Aber er müsste ja eigentlich immer noch irgendwo da hinten rumlatschen. Aber hätte, hätte Fahrradkette, ne? Da kann der Bär sich natürlich auch ganz spontan mal irgendwie anders überlegt haben. Vielleicht ist es... Oh, Alter. Vielleicht ist es ein Teleportbär. So, wir pflücken mal ganz entspannt Pilze. Was soll der Geiz, ne? So. Und jetzt schauen wir doch mal. Ach, guck mal. Streichhölzer, Zedernholz, ein Schlafsack, Feuer, Tonne. Jede Menge Zeitungen. Schön, haben wir wenigstens was zu lesen. Eine Wollmütze. So, in der Tat, ich höre den Bären auch gerade nicht, aber das könnte natürlich auch daran liegen, dass die Flair natürlich relativ laut ist. So, insgesamt. Ja, ein Wollpullover. Okay. So, will ich mich jetzt hier schon wieder rauswagen? Ne, passt auf, wir machen erstmal Folgendes. Ja, ich weiß, ich weiß. So, pass auf. Als erstes, den ziehen wir mal an. Die schmeißen wir mal weg. Und dann werden wir nochmal eine Limo trinken. Ja, komm, und ein bisschen Dosenfutter essen. Zähes Hundefutter. So, und dann noch ein bisschen trinken. Perfekt quasi. So. Okay, ich würde gerne hier noch ein bisschen rumwandern. So lange wie notwendig. Um zum Beispiel... Hä? Die Pilze und die Bartflächen mitzunehmen. Ich spreche teilweise ein bisschen abgehackt. Das hat keine technischen Gründe, sondern das liegt einfach daran, dass ich auf Geräusche achten muss, um nicht vom Bären überrascht zu werden. So, ich glaube, das mit der Flair war ein bisschen Glück. Ich glaube, das klappt nicht immer. Zumindest würde mich das wundern. Weil das würde natürlich die Challenge, wenn man die ganz normal spielt, auch um einiges einfacher machen. Ne? Muss man mal so sagen. So, ich werde jetzt hier mal einen höheren Punkt erreichen, um einfach einen besseren Überblick über die Gesamtsituation zu kriegen hier. Und zu gucken, ob uns irgendwo der Bär entgegenkommt. Aber der Bär scheint irgendwie verschollen zu sein. Man sollte den Tag natürlich nicht vor dem Abend loben und den Bären nicht von der Liste streichen. Aber gerade sehe ich ihn nicht. Das wiederum bedeutet für mich, ich werde diese Chance jetzt nutzen. Da hinten kommt er. Und werde hier an der Straße weiter langlaufen. Nein! Aber erstmal gemütlich Pilze nehmen. Okay, er läuft da hinten noch ganz gemütlich. Also ab auf die Brücke. Okay, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwo einen Pilz übersehen habe. Das war mir dann zu aufregend.
So, ich habe auch keine Ahnung, ob der Bär uns jetzt hier zum Beispiel über die Brücke folgt oder ob er dann eher unten lang läuft, abkürzt, hier rauf rennt, um uns dann von hinten einen Karnickel-Fangschlag zu geben. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch rein methodisch völlig egal. Am liebsten hätte ich, dass der Bär da bleibt, wo er ist. Einfach stehen bleibt und sagt, ich gönne mir jetzt mal ein Päuschen. So, da unten müssten wir eigentlich auch noch irgendwo hin, ne? Warte mal, da waren doch, da sind doch normalerweise, hier war doch irgendwie und so. Ne, da hinten an den Bötchen waren wir. Eieieiei. So, ich habe keine Ahnung, wo der Bär abgeblieben ist. Wir nutzen die Chance einfach, ne? Dass wir uns hier gerade mal frei bewegen können, ist ja so prinzipiell auch erstmal nicht verkehrt. Alter. Oder eher gesagt, Alte. So, hier haben wir noch ein Auto, wo wir zur Not flüchten könnten. Aber erstmal hier. Super, Nasset. Achso, fein gemacht. Wasserreinigungstabletten haben wir auch jede Menge von, ne? So, zwischendurch natürlich nochmal. Mach du mal. Haha. So, wo ist er denn jetzt hin? Ah. Er latscht gerade auf der Brücke. Alles klar. Okay, ja. This pack is getting kinda heavy. Da hilft eventuell nur... ich schaue gerade mal ins Inventar. Da hilft eventuell nur... sollen wir einen Kaffee trinken? Ja, dafür ist der Kaffee mir gerade eigentlich zu wichtig, ne? Ich glaube, ich höre den Bären schon wieder. Komm, wir essen mal eine Tomatensuppe. Ja, ich höre den Bären schon. Und da höre ich schon den Wolf flüchten, den ersten. So, pass auf, wir hauen uns den Wanst jetzt in der Tat mal voll. Das sind natürlich nur Kleckerbeträge vom Gewicht, die wir einsparen. Das macht aber erstmal nichts. So. So, das Problem ist, der Bär scheint gerade genau hinter uns zu sein. Aber wir sehen ihn halt von hier nicht. Das ist der große Nachteil an den Autos jetzt hier. Er könnte echt schon sehr, sehr nah dran sein, ne? Und jetzt auszusteigen wäre natürlich ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite, wir könnten das natürlich mal probieren mit einer angezündeten Flare, ne? Aber wohin laufen wir? Wir könnten eigentlich nur versuchen, da unten zum Lieferwagen zu kommen, ne? Müssten wir eigentlich eh machen, damit wir das Inventar nochmal ein bisschen leerer machen. Lauf, Anna. Lauf einfach. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß nicht, wo er da war, aber er war da, war. War da, war da, war. War da, da, war da, war noch unklar. Oh. Habt ihr gesehen? Da ist ein Wölflein. Was natürlich relativ gefährlich jetzt ist. Vor allen Dingen mit so einer Geschwindigkeit kannst du halt auch keinem Bären entkommen. Aber wir müssen das probieren. Ich könnte natürlich jetzt hier außen rum und unten rein in die Verarbeitungsstation. Das wäre aber nur mein Notfallplan. Der Wolf interessiert sich gerade nicht für uns. Und das ist unsere Chance, hier einwandfrei reinzukommen. Sehr schön. Clever gemacht. So, 53%. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das Zeug trocknet hier langsamer in der Herausforderung. Aber da kann ich mich natürlich auch irgendwie irren. So, wir machen das Inventar nochmal sauber. Das raus. Ich nehme mir nochmal einen halben Liter Wasser raus.
So, dann haben wir noch eine Limo. Na, wir haben da nichts zu essen im Inventar, ne? Aber wir sind jetzt eh erstmal gut voll bepackt mit Kalorien. Von daher ist es gar nicht mal schlimm. So, du kommst raus, du kommst raus, du kommst raus. Und ihr kommt raus. Ja, Mann, 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 hier, was ein Akt. So, pass auf. Das Zeug schmeiße ich auch alles mal raus hier. Ich hatte eigentlich gedacht. Nee. Ach, das habe ich hier alles reingepackt. Ach, stimmt, ich erinnere mich. Hier hatte ich nur Werkzeuggedöns und sowas drin, ne? Das kommt noch mit raus. Ja, der Rest kann drin bleiben. Okay, so einfach mal das Inventar noch mal ein bisschen leer machen. So, na, so. Die Bartflechten packe ich auch mal dazu. Könnten wir uns halt noch mal überlegen, ein paar Bartflechtenverbände mitzumachen. So. Und hier gucken wir jetzt noch mal. Wir haben noch mal ein paar Streichhölzer gefunden, die können wir noch mal rausschmeißen. Haben wir sonst irgendwas gefunden? Ja, ein Messer haben wir natürlich gefunden. So, die Brechstange. Brauchen wir die Brechstange? Ich lasse die Brechstange nochmal da, denn wir haben noch einen Bergwerkszweig, den wir noch durchkämmen müssen. Ich weiß nicht, ob da noch Schränke waren, die man aufbrechen muss. Kann, darf, soll. Deswegen würde ich die gerne noch ein bisschen im Inventar behalten. Und natürlich einen Schlafsack raus. Spart auch wieder ein Kilo. Ansonsten sieht das soweit gut aus, bis auf die Streichhölzer natürlich. Achso, und wir haben noch jede Menge Klamotten. Pass auf, die Klamotten packe ich erstmal hier rein. Die nehme ich jetzt erstmal nicht auseinander. Oder? Was sagt denn? Wir wissen nicht, wie viel Tageslicht noch ich, ne? Noch ich. Weil wir eh müde sind. Komm, wir nehmen die Klamotten gleich doch auseinander. Dann könnten wir nochmal. Warte mal, wo habe ich denn die Schreibschutz hingetan? Hier, ne? Ja. Dann könnten wir nochmal ein bisschen reparieren. Unseren neu gefundenen Pullover zum Beispiel. Der dürfte es, glaube ich, nötig haben, repariert zu werden. Na komm, dann machen wir das mal. Also, uns kann ja jetzt erstmal nichts passieren, ne? Getragener dicker Wollpullover, sehr schön. 70%, den können wir auf jeden Fall mal reparieren. Einmal lohnt sich auf jeden Fall. Und den Rest würde ich bis auf die Handschuhe. So. Sehr schön. Haben uns nochmal ein bisschen, ganz kleines Stückchen verbessert. Den Rest nehme ich jetzt einfach doch nochmal auseinander. Denn wir sind eh total erschöpft und so viel Tageslicht sollte eigentlich nicht mehr übrig sein. Von daher können wir das, glaube ich, nochmal getrost machen. Ein bisschen Zeug zerlegen. Wobei wir fast nur Sachen haben, die auch nicht so lange zum Zerlegen dauern. Also so 10 und 20 Minuten Dinger. Das macht es dann eher in der Masse. Okay. Puh. Ja, das war schon das ein oder andere Mal wieder haarig, ne? 3 Stunden Tageslicht. Sehr schön. So. Schal und Handschuhe werde ich jetzt erst nochmal aufbewahren. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Reserveklamotten wir wo schon überall hatten, aber der Schal und die Handschuhe sind einfach zu wertvoll, als dass ich jetzt sagen würde, komm, die zerlegen wir jetzt einfach mal. Nee, komm, den können wir zerlegen. Also ob wir jetzt einen Fleece-Pulli anhaben oder nicht, macht jetzt temperaturtechnisch auch nicht den großen Unterschied, falls dieser Pullover da kaputt gehen sollte. Von daher nehmen wir uns hier nochmal ein Nähset raus. Und dann werde ich den auf jeden Fall mal reparieren. Eine Stunde Reparaturzeit. Perfekt. So, dann ist der nämlich quasi fit und der Rest sieht immer noch relativ gut aus, wie ich finde. Okay, so, pass auf, dann sortieren wir noch mal eben unser Inventar aus und So dann. Tired. tired. Ich weiß es doch. Ich wollte auch gerade sagen, wir sortieren jetzt noch mal unser Inventar aus und dann werden wir uns auch quasi schon mal ins Bettchen legen, ne? Noch vorher noch mal ein bisschen was trinken, vielleicht einen Happen essen, je nachdem, weil wir das vermutlich nicht brauchen werden. Vielleicht trinke ich die Limo. So. Ja, jetzt sind wir natürlich echt auch erschöpft. Die Limo ist eine gute Idee.
Sollte für den Durst auf jeden Fall schon mal gut was bringen. Den Rest füllen wir mit unserem Wässerlein wieder auf. So. Etwa 2 Stunden Tageslicht übrig. Wir schlafen durch. Ich trinke nochmal einen Schluck. Prost. So, es ist noch ein bisschen dunkel. Das ist aber nicht so schlimm. So, kalorientechnisch haben wir noch 1400 grob dabei. Okay, ich brauche eine Laterne, ich sehe nichts. Klonk. Voll vor die Wand gelaufen. Okay, das dauert echt hier noch, ne, bis das fertig ist. Okay, ich werde mal schauen. Wir werden uns ein bisschen was zu essen mitnehmen. Ich würde aber gerne was Leichtes mitnehmen. Das heißt, ich werde die beiden Energieriegel mitnehmen. Das sind 1000 Kalorien für 200 Gramm Gewicht. Ist vertretbar, denke ich. Kann man machen. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir könnten eigentlich nochmal los. Aber die Frage ist, wohin? Wir haben noch 2x Köder. Das sieht soweit auch in Ordnung aus. Da haben wir auch genug von dabei. Wir werden 13 Stunden Tageslicht übrig. Das heißt, es wird schon hell, ne? Und ich verfolge ja immer noch die Theorie, dass in den frühen Morgenstunden der Bär noch nicht unterwegs ist. Deswegen werden wir uns jetzt nach draußen wagen, bei minus 6 Grad. Versuchen, wieder zurück zur Straße zu kommen. Das letzte Stück der Straße zu erkunden und von dort aus in die Höhle zu gehen. Um uns in der Höhle dem Wolf zu widmen. Und dann entsprechend alles, was wir in der Höhle finden, natürlich mitzunehmen. Hab ich hier irgendwo einen Wolf gehört? Schubadibadu. Junger Vater, das war knapp. Da ist ein Wolf. Also ich meine, gegen den könnten wir zur Not ja kämpfen, ne? Aber dann haben wir wieder das Problem. Da hinten ist der Bär. Okay, die Theorie, dass der Bär früh morgens nicht unterwegs ist, hat sich damit erübrigt. Jetzt überlege ich gerade, war hier nicht noch irgendwo ein Bergwerk? Okay, der Wolf ist da lang gegangen. Ich laufe mal gerade ein Stück. Ja, hier ist noch ein Bergwerk, ne? Ja, sehr schön. Dann gehen wir zuerst da rein. Kinders, das ist echt irgendwie... Es ist stressig. Ich habe einen Puls von 4312. Und es ist nur halb so witzig, wie es sich anhört. So, wir gehen einfach ins Bergwerk. Oh. Schön, es ist dunkel im Bergwerk. Wer hätte das gedacht? Mensch, Klaus. Das ist ja eine sensationelle Entdeckung. Aber eine Flair gefunden. Das ist auch schon mal schön. Okay. Was sagt die Uhr? Ah ne, komm. Die Uhr sagt, wir machen das in der nächsten Folge. Oder? Ja, das sagt die Uhr. Perfekt. So, ich mache aber dann hier mal auf Pause, damit ich kein Petroleum verschwende. Okay. Es ist echt von Folge zu Folge immer auf demselben Spannungsniveau, finde ich. Zumindest beim Spielen ist es so. Die Situation mit dem Bären ist einfach nervenaufreibend. Wobei wir bisher in der Tat ja Glück hatten. Ne? Wir haben uns ja eigentlich bisher nur einmal mit dem Bären anlegen müssen. Nämlich ganz am Anfang den Kampf, um den wir nicht umhinkommen. Oder? Ich meine, wir wären sonst nicht mehr in den Kampf gegangen mit dem Bären. Tja, sei es drum. In der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir hier das Bergwerk mal unsicher, gucken mal, was wir hier so finden. Und ich würde auf jeden Fall gerne die Höhle noch mitnehmen. Da wird ein Wolf auf uns warten, den müssen wir irgendwie erlegen.
Und das bedeutet zwangsläufig, dass wir eine Nacht verbringen werden in der Höhle, weil ich dann gerne mit 100% Zustand wieder aus der Höhle rausgehen würde. Vielen Dank für diesen Hinweis mal wieder. Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge. Und deshalb würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark im Herausforderungsmodus gejagt mit Anna schon wieder. Bis dahin. Tschüss.